Ei, gute wie, grüß euch, Hofbergmann 14 im LS 22 und ja, wir machen mal noch die Plane zu und bringen hier die ersten Bioabfälle von der Hopfenverarbeitung in unser Kompostsilo, dass wir da ein bisschen schönen Kompost draus machen können. Sind ja dann nochmal, ja, also der Kompost ist relativ schnell auch fertig. Das heißt, wir könnten rein theoretisch den sogar dann dieses Ingame-Jahr noch verkaufen. Sind dann nochmal ein paar nette Zusatzeinnahmen, die wir da erzielen. So, und ja, ich möchte ein Malzsäckchen gerne fertig haben. Ich weiß aber leider nicht, wie viele Kilo das hat. Beziehungsweise wie viele Liter. Das ist ja das Entscheidende. Wir rechnen ja hier in Liter. Und ja, ich hoffe, dass es nur 100 sind, denn dann wäre das erste Säckchen bald fertig. Können das relativ gut auch beobachten, denn wir sehen ja hier, 94 Liter sind jetzt, und wenn die Zahl auf einmal kleiner wird, dann war ein Sack fertig und der wurde ausgelagert, und dann können wir dort einfach hin, können den abholen. So. Was haben wir denn? Abkippen rechts. Dann fahren wir hier so ein bisschen weiter links, dass da auch Platz ist rechts zum Hinkippen. So, schön rein da. Also war gleich Schluss hier. Drehschemel jetzt nochmal hier rückwärts, aber komm, dass wir wenigstens alles leer kriegen. Ja, guck mal, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Das nächste Mal ein bisschen weiter links gefahren und dann kippen wir so jetzt von rechts nach links quasi immer dahin. Es gibt auf jeden Fall, also ich glaube, das werden wir auch nicht mehr alles dann im Frontlader schaufeln, wenn das Kompost ist. Dann werden wir das auch mit dem Förderband da rausholen. Jetzt, wo wir ja eins besitzen, dann können wir es auch benutzen. Da bietet sich das doch an. Da, da, da. So. Ich weiß gar nicht, wie... Ja, wir kriegen ja beim Haufen leider nicht angezeigt, wie viel das ist. Also ich bin da mal gespannt. Wir haben jetzt 30.000, haben wir schon weg. Mal gucken, wie viel jetzt noch... Wie viele Anhänger das werden. Das Häufchen sieht auf jeden Fall noch sehr, sehr groß aus. So, dürfte jetzt auch wahrscheinlich zwar ein bisschen was aus dem Förderband rauskommen, aber um den Anhänger voll zu machen, müssen wir es anschalten. Ah, so, das, was im Förderband drin ist, das wirft er so noch raus. Und dann ist aber da das Ende. Sehen wir also fast 5000 Liter passen auf das Band drauf. So, starten. Einschalten. Und dann lassen wir das auch gerade laufen. Denn das wird nicht alles in einen Anhänger passen. Da bin ich mir schon fast sicher. Hier wäre jetzt so eine Außenbeleuchtung vielleicht eigentlich noch ganz cool, dass wir da noch so ein bisschen, steht ja doch jetzt hier, wo die Sonne langsam auch untergeht, doch ein bisschen im Schatten drin. Aber das Häufchen ist gut runtergekommen. Mal schauen. Ob der nächste Anhänger noch voll wird oder ob es kurz vorher dann sogar schon leer ist.
Ich vermute, ich würde jetzt schätzen, der nächste Anhänger wird nochmal voll und dann haben wir einen Mini-Rest. Wenn wir 3000 pro Anhänger haben, sagen wir mal, das war 33.000 Liter, sag ich. 93, so. 93.000 Liter haben wir. Das ist meine Prognose. Das heißt, wir haben 3 volle Anhänger und dann eben die 3000 Liter Restmaterial noch. Irgendwie Nase juckt. Bin mal gespannt, ob das hinkommt. Und dann natürlich, wie es mit dem Malz aussieht. Und ach, bei der Räucherei müsste ich auch mal reingucken. Komm, das machen wir mal gerade eben. Ist die noch am Rattern? Die ist noch am Rattern. Gut. Aber dann gehen wir hier schon mal hin. Und nehmen hier schon mal so ein paar fertige Fische raus. Und legen schon mal wieder ein paar zum Räuchern nach. Einer geht noch. So. Da. Können wir noch ein bisschen Holzhack noch mal nachgeben. Damit das auf jeden Fall, bis wir mit den anderen Arbeiten alles fertig sind, dass das so lange noch rattern kann. Komm, einen machen wir noch raus. Oder machen wir sogar zwei noch. Wir könnten auch noch einen zweiten, dann hätten wir die ersten 5 Boxen schon wieder. So, dann kann er hier oben erstmal schon wieder zu. So, hier unten auf. Holzhack nach. Unten wieder zu. Und dann kann der auf jeden Fall erstmal noch eine gute Weile weiter rattern. Nicht, dass uns Zeit verloren geht, weil der auf einmal Stillstand hat. Hier nicht durch. Muss ich außen rumlaufen. Ich komm nicht drüber. Die Mauer muss weg. Wir sind der Landwirt. So. Dann weiter. Den weiter. Auf jeden Fall gibt das auch nochmal ordentlich Kompost. Ja, Kompost gibt jetzt natürlich auch nicht wirklich viel Geld. Aber besser als nix. So, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Schon gleich von Anfang an ein bisschen mehr rein. Und das nächste Mal fahren wir quasi über den Haufen rüber und ändern auf links abkippen, sodass wir da nach links noch ein bisschen Material kriegen. Ah, jetzt sind wir so langsam schon gefahren, dass wir gar nicht bis zum Schluss gekommen sind, aber Hauptsache drin. Gibt's keine B-Note, das muss nicht schön aussehen, das muss nur drin sein. Boah, und mir fällt gerade ein, wir haben ja die ganzen Silageballen haben wir ja auch noch. Da kriegen wir ja auch noch mal Geld für. Also auf der einen Seite schön, weil dann können wir uns natürlich hier auch schön vergrößern und da, ja, je mehr wir haben, desto mehr Action ist drin und umso abwechslungsreicher wird es natürlich auch vom Spielen her. Aber auf der anderen Seite, mir kommt es fast schon gerade ein bisschen zu schnell vor, wie wir hier vorankommen.
Aber naja. Ich werde jetzt nicht irgendwie künstlich eine Handbremse ziehen. Nee, nee. Das Tempo ist jetzt so und das nehmen wir halt jetzt mit. Und wenn uns schwindlig wird, dann ist es so. Hauptsache hier, wir ziehen jetzt durch. So. Da, 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 da. Bin echt gespannt, ob meine Schätzung hinkommt. Sieht fast so aus, als wird der Anhänger nicht mehr voll. Ah, oder doch, 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 der Anhänger ist voll, 90.000 Hammer. Ey, wenn das jetzt am Ende, wenn das wirklich noch 3.000 Liter sind, die wir da jetzt rausholen. Ich glaube, dann renne ich zum Lottoladen und fülle mal wieder einen Schein aus. Das kann auf jeden Fall nicht mehr wirklich viel sein. Also 100.000 werden es nicht mehr. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir echt schon sicher. So. Ach, hör doch auf zu blinken. Mann, 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 Mann. Du, 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 du. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Das ist ja die Montagsfolge heute. Ich werde dann morgen Nachmittag, so wahrscheinlich 13 Uhr, werde ich dann wieder live gehen und ja, da werden wir bestimmt erstmal über die FarmCon reden. Ja, schauen wir mal, was wir da dann so alles zu besprechen haben, was wir so alles erlebt haben und wie cool es war, wen man alles getroffen hat, ob ihr nur mich getroffen habt oder vielleicht auch hier ein paar andere Zuschauer und so, dass das ja euch gegenseitig vielleicht auch ein bisschen kennengelernt habt. Ich bin echt gespannt. Es ist zwar jetzt ja schon meine dritte FarmCon, aber ja, die erste, wo ich jetzt auf YouTube auch wieder aktiv bin. Vorher, also beim, ja, mit Twitch und so, da war schon auch so, dass ich natürlich dann auch mal ein paar der Zuschauer untereinander dann auch mal kennengelernt haben, was ja natürlich auch cool ist. Halt auch gerade hier Kommentare, du siehst natürlich immer nur einen Namen, aber du hast kein Gesicht dazu und im Chat bei Twitch ist es ja genauso. Es sind Leute dabei, die seit Jahren schon immer wieder mit dir chatten und du hast sie noch nie getroffen. Oder auch Fight zum Beispiel, einer, mit dem ich seit Jahren schon immer wieder Multiplayer spiele und so weiter. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen und dies Jahr FarmCon das erste Mal dann. Also, das ist halt schon, das ist schon interessant. Falls ihr nicht auf der FarmCon wart, vielleicht dann eine Überlegung nächstes Jahr. Wo auch immer sie sein wird. Ich meine, bei wann? Ja, es wird wieder Juni, Juli irgendwann in der Richtung sein. Aber wo? Ah. War doch nichts mit 93.000. Nur 90.549. Aber ja. Zumindest, dass es mehr als 90.000 werden. Das habe ich zumindest ja richtig erraten. So. Passt das da? Ja doch, müsste durchs Tor passen. Jojo, das geht.
So, stellen wir den hier so ein bisschen darüber. Dann kommen wir an die einzelnen Anhänger und so kommen wir auch überall noch dran. Ohne, dass wir erst was rausfahren müssen. Und ja, es ist geschützt, es kommt nichts dran. Rein, theoretisch müssen wir ja erstmal auch eine ganze Weile nicht mehr hier rein. Wir könnten auch das Hoftor zumachen. Lass uns mal gerade hier rüberfahren. Hier mal die Einfahrt blockieren. Du kannst ruhig weiterfahren. Ich habe einen Warnblinker an und stehe komplett neben der Fahrbahn. Da braucht man auch nicht blöd rumhupen. Die Blödheit sitzt in dem blauen Fahrzeug. Du hast freie Fahrt. Du kannst fahren. Und jetzt ist der Rote sauer, weil er wegen dir warten muss. Ja, hub den mal aus hier. Der hat überhaupt keinen Grund, dass er da stehen muss. Autofahrer gibt's, gell? Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allem, ich kann jetzt hier auch nicht weg. Steht er mir im Weg. Komm, fahr. Oh, fähr. Jetzt. So, dann lass... Du lässt mich jetzt vor. Weil ihr alle blöd seid wie 5 Meter Feldweg. Also das wäre auf jeden Fall mal schön, wenn die KI doch ein bisschen intelligenter wird im neuen LS. Ich finde es ja schön, wenn sie da rumfahren, weil es belebt die Map, aber sie sind halt doch auch extrem lästig. Da fragt man sich echt, ob es Führerscheine bei Neckermann zu kaufen gibt. So. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier die drei Grümmel abgekippt haben, wie es Malz aussieht. Sollte jetzt noch kein Sack fertig sein, dann werden wir uns halt schon mal für Geschrotetes bei der Mühle abholen. So, zack, rein da. Abdecken und dann kann das zu Kompost gern. So, brauche ich den Anhänger noch heute eigentlich nicht mehr. Das heißt, der kann geparkt werden. So, den hängen wir uns aber gerade vorne dran. Dann mal hoffen, dass das was wird. Den jetzt links neben den... das wird schon mal nichts, weil ich den vorne gar nicht anhängen kann. Oh. Hast du kein Zugmaul oder was? Hat ein Zugmaul vorne. Scheinbar nicht. Ah, das ist ja ein Ding. Hast du ein Zugmaul vorne? Du hast ein Zugmaul. Dann darfst du den reinschieben. So. Lalala. Da. So. Erst ein bisschen hier rüber, dass wir überhaupt in Richtung Tor kommen. Oh, das ist aber zu weit rüber.
Ist halt das Blöde hier, dass du siehst halt so schlecht, weil der Anhänger so groß ist, dass er dir die ganze Sicht versperrt. Mal zwischendurch quasi in der Außenansicht immer wieder mal gucken. In der Innenansicht siehst du die Deichsel besser. Das war schon wieder zu weit. Dass dir die eben nicht wegknickt, aber du trotzdem in die Richtung lenkst, in die du willst. Ja, nochmal so ein kleines Stückel zurück. Hier ein bisschen rüber. So. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr einschlagen, sonst stehen die zu nah beieinander. Wenn ich dann nur den Tandem, nee, ist ein Tandem, ein Tridem ist es, ne? Stehen rausholen will, würde der hier im Weg stehen. Ja, ich muss hier so ein bisschen weiter rüber. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Verlenkt. Verlenkt. So, da jetzt hin. Ja. Da jetzt hin. Ich lenk schon wieder falsch. Ich muss hier rüber mit dem LKW. So. Mal. So. So. Gut. Ja, wenn wir das hier jetzt noch 300 Mal machen, dann geht das vielleicht auch in einem Rutsch. Übung macht den Meister. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo das wesentlich länger gedauert hat, einen Drehschemel rückwärts hier in sowas reinzuschieben. Und so haben wir wenigstens auch hier neben den Bereich noch ausgenutzt. Was sonst, wenn wir dort jetzt auch ein Tandem, ein Tridem reingeschoben hätten, vielleicht sogar ein bisschen schwieriger gewesen wäre. So, brauche ich den Traktor heute noch? Ich glaube erstmal nicht. Den können wir erstmal parken. Ich kann man ja immer noch wieder rausholen. So, lalalala und 30 Liter, also es gab einen Säckle. Ja, geil. Dann werden wir in der nächsten Folge uns mal Malz holen und dann kann die Brauerei schon mal starten mit der Maische. Also bis dahin alles Gute und ciao.